Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Markus-Evangelium fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Kontroversen. Wir haben gesehen, dass wir ein Evangelium Jesu Christi haben, dass wir es brauchen, weil wir müssen wieder in die Möglichkeit kommen, einen Zugang zu haben zu der Liebe, von der wir als Menschen durch die Sünde Adams getrennt sind. Deshalb brauchen wir vor allen Dingen einen Schlüssel, damit wir das Evangelium verstehen können, damit wir auch in diese Liebe kommen können. Deshalb reicht es nicht aus, dass wir nur das Evangelium haben. Es reicht nicht aus, dass wir es lesen, weil viele Menschen haben es gelesen und haben nicht das Ziel erreicht, nämlich die Liebe Gottes zu leben. Sie lesen und lesen. Aber wenn ich nicht den Schlüssel habe, damit ich es verstehe, wird mir das Lesen nicht viel bringen. Deshalb brauchen wir immer zwei Elemente, um etwas zu verstehen. Wir wollen deshalb den richtigen Schlüssel anwenden, um das zu verstehen und dass man in unserem Leben auch sieht, dass wir diese Liebe haben. So, was ist der richtige Schlüssel? Wir haben gesehen, es ist eine Kenntnis vor allem des menschlichen Zustandes bei der Geburt. Ich habe es angeleuchtet, weil es eines der entscheidendsten Elemente sind, damit wir überhaupt das Evangelium verstehen. Wie werden wir geboren? Wie kommen wir sozusagen in diese Welt? Was ist unser Zustand dabei? Dann müssen wir wissen, okay, wie funktioniert denn alles? Wie müssen wir das Gesetz der 10 Gebote verstehen? Wir brauchen ein nicht veränderbares Wissen über unser Wesen, wie wir aufgebaut sind, wie wir funktionieren. Und vor allem müssen wir wissen, dass die Liebe das ist, womit wir nur leben können. Das sind die Kenntnisse, das sind der Schlüssel für das Verständnis des Evangeliums und der Heiligen Schrift. Sie sind der geistige Kompass, an dem wir uns zu orientieren haben. Deshalb lasst uns nochmal erinnern, das lebensspendende Element des Menschen ist die Liebe. Er wurde geschaffen, dass er sich aufgrund der Bindung, die Gott ihm in den Geist gegeben hatte, im Moment seiner Existenz an Gott band. Er steckte sich, wenn man so will, in die Steckdose der Liebe. Und er lebte sehr gut. Aber er wurde geprüft und in dieser Prüfung hat er sich selbst getäuscht. Durch die Selbsttäuschung entzieht er sich der Kraft Gottes und ändert die Steckdose, wenn man so will. Er ist jetzt an einem Ort und holt seine Kraft, wo es nicht die Kraft des Lebens ist. Deshalb stirbt der Mensch. Alle Nachkommen des Menschen sind Totgeburten. Sie haben keine Möglichkeit zu leben, weil sie sind getrennt von der Quelle des Lebens. Deshalb ist es entscheidend zu verstehen. Wir alle, jedes Baby, das geboren wird, wird mit dem falschen Kabel geboren, unfähig, sich an Gott zu binden. Dieses Kabel ist nicht ein äußeres, es liegt im Inneren des Geistes des Menschen. Dahin kommt niemand, außer der, der diesen Geist hat. Dieses Kabel ist Teil der Struktur des Geistes. Es ist ein Bauelement. Und nur durch einen Wechsel des Kabels ist die Anbindung an Gott möglich. So, dieses ist das Entscheidende zu verstehen. Wir sind durch die Selbsttäuschung in einen Zustand gekommen, in dem wir uns an Gott nicht binden können. Es muss zuerst eine Änderung des Kabels, und da das ja in uns ist, kann ich nur durch eine innere Veränderung wieder in die Fähigkeit kommen, von der Liebe Gottes zu leben. So, um den Menschen wieder mit Gott zu verbinden, musste Gott seinen Sohn in der Maria mit der richtigen Anbindung zeugen. Jesus Christus hat sich an seinen Vater gebunden im Moment seiner Existenz als Mensch. Er war schon immer da als Gott. Aber im Moment dessen, dass er gezeugt wurde, hatte er von seinem Vater geerbt die innere, weil das man ja nun durch Erbung kriegt, die innere Anbindung an seinen Vater. Deshalb lebte Christus vom Moment seiner Zeugung in Abhängigkeit zum Vater. Dann kommen manche Menschen und haben diese Idee, dass sie sagen, ja, die Kraft, die Christus zur Verfügung stand, steht auch uns zur Verfügung. Sicherlich. Das stimmt so.
Nur, was nutzt mir die Kraft Gottes, wenn ich an sie nicht rankomme? Was nutzt es uns, wenn wir von der Liebe reden? Und die Christen reden ziemlich viel von der Liebe. Aber wenn es darauf ankommt, dass sie diese Liebe offenbaren, dann zeigt sich, dass dort doch keine Liebe ist, sondern dort ist Rechthaberei. Dort will man dem anderen etwas aufzwingen. Es ist nicht das, was wir Liebe nennen, das, was wir auch Liebe verstehen. Wisst ihr, es ist nicht so, dass die Liebe etwas ist, das keiner weiß, was es existiert. Ja, es ist ein abstrakter Begriff, aber jeder Geist versteht die Definition der Liebe. Dass man maximales Interesse hat für den anderen und ihm 100% Freiheit gibt. Das ist die Liebe, das weiß jeder, hat, weil das Bedürfnis in ihm liegt. Aber was kann er tun? Er kann sie ja nicht anwenden, er kann sie nicht weitergeben. Warum kann er sie nicht weitergeben? Weil er sie nicht hat, weil er an sie nicht gebunden ist. Der Mensch kann beten Tag und Nacht, er kann meditieren, er kann lesen die Bibel, wo lange er will. Wenn das Kabel, mit wem er nur in diese Fähigkeit kommt, sich an Gott anzubinden, in ihm fehlt, dann ist alles umsonst. Und das, denke ich, hat die Christenheit nicht verstanden. Warum hat sie es nicht verstanden? Weil sie die Bauart des Menschen nicht kennt. Weil sie nicht kennt, wo ist das Problem? Das Problem sind nicht unsere Taten. Das Problem ist, dass wir getrennt sind von Gott, ohne die Fähigkeit zu haben, uns an ihn zu binden, ohne die Fähigkeit zu haben, in dieses Dynamit der Liebe Gottes hineinzukommen. Deshalb kommt Jesus. Deshalb brauchen wir ein Evangelium. Wir brauchen ein neues Kabel, mit dem wir uns mit Gott verbinden. Und da dieses Ja im Inneren des Geistes ist, konnte Christus es noch haben durch seine Zeugung. Es ist also in seinem Inneren. Und Jesus kam auf diese Welt, um nie die Verbindung vom Vater zu lösen. Er sollte beweisen, dass in der Beziehung zum Vater die Liebe aus ihm herauskommt und niemand kann ihn davon trennen. Er konnte sich nur vom Vater trennen, indem er zweifelte, dass er der Sohn Gottes ist. So wie Adam gezweifelt hat, dass er ein Geschöpf Gottes ist und in die falsche Einstellung gekommen ist, er könnte ein Gott sein. Nur so konnte er sich von Gott trennen. Nur so hätte auch Christus sich vom Vater trennen können, wenn er gezweifelt hätte an seiner Identität. Wir müssen verstehen, der Geist ist ein geistiges Element. Er lebt nur von Information. Und das, was ihn bestimmt, ist seine eigene Identität, sein Name. Deshalb ist das Kostbarste, wenn man so will, was der Mensch hat, das Element, womit er sich an Gott bindet. Und Jesus hat bewiesen in seinem Leben, dass er nie zweifelte an dem, wer er ist. Er sollte gleichzeitig in seinem Leben auch die falsche Anbindung, das heißt die falsche Identität, die er geerbt hatte, aus seinem Geist entfernen. Sonst gibt es keine Neugeburt des Menschen. Und deshalb hat er auch einen neuen Menschen schaffen müssen. Er musste also das Übel, das falsche Kabel, wenn man so will, entfernen, damit er einen neuen Menschen mit einer richtigen Anbindung schafft. Deshalb ist er bei der Auferstehung der zweite Adam. Was sollte Christus in seinem Äußeren vollbringen auf Erden? Er sollte den Vater und dessen Charakter zeigen. Das konnte er nur tun, weil er mit dem Vater verbunden ist, weil er die Identität seines Vaters trug, weil er sein Sohn war. Somit hat er das Gesetz der Liebe gelebt. Man konnte Jesus nie zu etwas zwingen, man konnte ihn nie dazu bringen, etwas anderes zu tun, als das, was er und der Vater eins waren zu tun. Das ist das, was er gekommen ist, zu zeigen, was es bedeutet, wenn man die Verbindung zum Vater hat. Er musste dann dem Menschen die Botschaft der Befreiung bringen. Aber dafür mussten sie zuerst den inneren Selbstbetrug im Menschen erkennen. Deshalb ist ja auch seine Botschaft, gleich nachdem er aus der Wüste zurückkommt, predigt er ganz klar und deutlich, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße.
und glaubet an das Evangelium. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass das Wort Buße ja missverstanden werden kann. Deshalb, wenn wir wissen, die Buße ist das Aufgeben des inneren Selbstbetrugs, das Aufgeben der Idee, ich bin Gott, das uns an Menschen bindet und an Gott nicht erlaubt zu binden. Das muss zuerst aufgegeben werden. Deshalb tut Buße. Aber das ist ein rein innerer Prozess, nicht ein äußerer. Und dann glaubet an das Evangelium, ihnen den Weg zum neuen Leben zu zeigen. Er hatte eine Botschaft, wie sie wieder in die Verbindung zum Vater kommen. Deshalb kam er, um auch Jünger und Nachfolger zu erziehen, die der Welt diese Botschaft weiterbringen, bis er wiederkommt in den Wolken des Himmels. So, Markus berichtet in seinem Evangelium, dass nachdem Jesus getauft wurde. Und wir erkennen jetzt, warum lässt sich Jesus taufen? Er lässt sich taufen, weil er in sich trägt das falsche Kabel. Und dieses muss aus dem Menschen entfernt werden. Er macht das, um deutlich zu machen, der Mensch kann nicht Gott dienen. Er kann nicht im Werke Gottes sein, ohne zunächst eine neue Identität zu haben. Das ist ganz entscheidend. Johannes predigte die Taufe zur Buße. Sie war ein Mittel, um klarzumachen den Menschen, ich brauche ein neues Leben. Ich muss ein altes aufgeben. Und ich habe schon in der letzten Betrachtung hingewiesen, dass man das dritte Kapitel aus Lukas liest. Dort offenbart uns die Bibel, wie der Johannes der Täufer die Menschen zur Buße brachte. Wie er zeigt, es muss ein inneres Element geschehen. Und die Taufe war das Bild dafür. Es braucht ein neues Anbindungskabel. Es braucht eine neue Identität. Und Jesus brauchte es. Deshalb ging er zum Johannes, um getauft zu werden, damit er dann aus dem Wasser in dem Bild kommt, dass Gott ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Und wir kommen in denselben Genuss dieser Identität, wenn wir ein neues Leben haben. Nachdem Jesus nun seine ersten Prüfungen in der Wüste bestanden hatte und einen Teil seiner Jünger ausgewählt hatte, fängt er an seinen Dienst als Lehrer. Ja, er kam, um zu lehren. Aber seine Lehre ist ein bisschen anders. Markus berichtet über ihn als Lehrer. Er geht in die Synagoge oder in die Schule, weil die Synagoge war eine Schule in Kapernaum am Sabbat. Und er lehrte dort. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Tja, was war denn so anders an der Lehre Jesu? Was war denn da, damit sie sich entsetzten oder staunten über seine Lehre? Denn er lehrte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. War es das, dass er schrie oder dass er irgendwie besondere Methode angewandt hatte? So wie manche heute Pastoren und Prediger und Verkündiger hin und her tanzen auf der Bühne und den Menschen zum Entsetzen bringen oder zum Erstaunen bringen wollen? Ist das die Macht der Lehre Christi? So, schauen wir es uns ein wenig an. Was war anders an der Lehre Jesu? Worüber entsetzten sie sich? Seine Autorität, die Absolutheit, seine Aussage. Und wir haben in den Evangelien nicht alles, was Jesus gesagt hat, hat vieles gesagt. Hier wird ja nur zusammengefasst seine Aussage. Aber er hat nicht gesprochen wie einer, dem man sagen könnte, na ja, wisst ihr, das und das ist eine Möglichkeit. Nein, er hat klar und deutlich gemacht, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er in der Synagoge in Nazareth war und den Menschen zeigte, dass er gekommen ist,
um ihn aus diesem Zustand der Blindheit und der Gefangenschaft herauszuholen. Da war er absolut. Er sagte die Wahrheit. Es gab keine Alternative. Und ich bin so dankbar. Ich hatte diese Tage einen Patienten, der ganz und klar die Idee, dass es einen Gott gibt, nicht zulässt. Er sagt, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Ich glaube einfach nicht. Und ich bin so dankbar, dass ich mit ihm sprechen konnte. Und ich liebe es, mit Atheisten zu sprechen, weil sie haben etwas an sich, was den Christen im großen Ganzen verloren gegangen ist, nämlich, dass sie denken und überlegen. Und ich erklärte es ihm, dass wir keine Alternative haben. Er kann oder nicht glauben an Gott, aber er hat keine Quelle der Liebe, wenn es Gott nicht gibt. Und er kann dem allen nachfolgen, was ich sagte. Er hat auch die Vorträge sich angeschaut. Und er will von seinen Krankheiten gesund werden. Er will wieder frei sein von den Beschwerden. Aber jetzt steht etwas im Weg. Und das ist sein Glaube. Sein Glaube. Und jetzt ist es so schön zu sehen, dass an seinem eigenen Leib kann er erkennen, was sein Glaube ausmacht. Weil wenn man glaubt, man braucht keinen Gott, dann kann man ja auch zu Gott nicht gehen. Er kann machen, was er will. Er kann sich egal welche Theorien ausdenken. Eine Lösung hat er für sein Leben nicht. Weil sein Herz betrügt ihn und bindet ihn an Menschen. Und er ist ein Sklave seiner Beziehungen. Weil er muss ja irgendwo Liebe holen. Er hat keine Wahl. Aber er erkennt nicht, dass nur in Gott diese Quelle ist. So, es ist so schön, mit Menschen zu sprechen und an den Verstand zu appellieren und zu sagen, du siehst das Ergebnis an deinem eigenen Körper, von dem, was du denkst, was du glaubst. Jetzt, was hindert es dich, diesen alten Glauben aufzugeben und den Weg einfach zu probieren? Es kostet ja nichts. Ja, es kostet nichts, weil Jesus hat uns die neue Anbindung gegeben. Wir können sie heute durch den Glauben annehmen. Aber dafür müssen wir die alte aufgeben. Und das ist absolut. Das ist eine Wahrheit, an die niemand vorbeikommt. Ohne Buße, kein neues Leben. Ohne neues Kabel, keine Liebe. Und man kann dann immer an dem Ergebnis sehen, an wen man gebunden ist. Ich habe ihn zweimal zur Beratung gehabt und ich bin fast überzeugt, dass sein Verstand, sein Verständnis der Tatsachen, an denen er mir nicht widersprechen kann, ihn dazu bringen wird, aufzugeben den Irrtum seines Herzens und die Wahrheit, die ihn mit Gott verbindet, annimmt. Der Verstand muss überzeugt werden. Und der kann nur überzeugt werden, wenn unsere Aussagen absolut sind. Wir können nicht mit Ja, wenn und Aber und Nein, es gibt keine Alternative. Jeder Mensch muss zuerst das alte Leben aufgeben. Er muss den Irrtum aus seinem Herzen wegtun. Das kann niemand anders tun, außer er. Weil nur er hat Zugang zu seinem Geist. Und er muss das Angebot der Liebe Gottes weitergeben. Wenn jemand anders es tun könnte an seiner Stelle, dann würde die Predigt des Evangeliums sinnlos sein. Dann warum würde Jesus gehen und sagen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann würde er doch einfach nur den Menschen hier etwas antun, sodass sie dann frei werden. Aber das kann er ja nicht. Er ist mitten unter seinem Volk und er predigt. Und an manchen Stellen entsetzen sie sich so sehr, dass sie ihn anfassen wollen und töten.
An anderen Stellen kommt er raus. Aber sie sind entsetzt über seine Lehre. Dann ist es etwas Erstaunliches. Die Krankheit und der Teufel fliehen vor ihm. Wir sehen dann in der Synagoge, wo er lehrte. Da war dieser Mann, der besessen war mit einem unsauberen Geist. Und wir werden eines Tages auch eine Betrachtung machen, über was Besessenheit bedeutet. Aber wir gehen jetzt nur über den Text. Wir orientieren uns jetzt nur am Text und erklären dann irgendwann mal, was Besessenheit, weil es sind viele Geschichten über Besessenheit. Und ich denke, auch das muss man klar und deutlich definieren und verstehen, was das bedeutet. Und es war einer in der Schule, ein Mensch besessen mit einem unsauberen Geist, der schrie und sprach: Halt, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. So, der unsaubere Geist spricht und Jesus drohte ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unsaubere Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, also dass sie untereinander sich befragten und sprachen: Was ist das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebeut mit Gewalt den unsauberen Geistern und sie gehorchen ihm. Und sein Gerücht erscholl alsbald umher in das galiläische Land. So, er trieb die Geister aus, aber Markus berichtet weiter, als er in das Haus des Simon kommt, die wohnte ja auch in Kapernaum, seine Schwiegermutter, sie war krank am Fieber. Und Jesus berührt sie, hielt sie bei der Hand und das Fieber verließ sie und sie diente ihm. So, Krankheit und die Teufel oder Dämonen fliehen in der Gegenwart Jesu. Das war natürlich etwas, was sie so noch nie gesehen haben. Dann, er sprach nicht nur, sondern berührte auch die Menschen, aß mit ihnen am Tisch, ohne Anschauen der Person. Ja, er wurde gerichtet, weil, sagen wir, wieso ist er denn mit Zöllnern und Sündern? Er hat sich sogar einen Zöllner als Jünger berufen. Und in Vers 40, in Kapitel 1, und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete vor ihm und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Und es jammerte Jesus und reckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei gereinigt. Und als er so sprach, ging der Aussatz alsbald von ihm und er ward rein. Und Jesus betreute ihn und trieb ihn alsbald von sich. Also er ließ ihn nicht da, sondern er schickte ihn und sprach zu ihm: Siehe zu, dass du niemand nicht sagest, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, zum Zeugnis über sie. Wir werden häufiger sehen im Markus-Evangelium, dass Jesus verbietet, dass man sagt, was passiert ist oder wer ihn gesund gemacht hat. Dieser Mann hat es natürlich nicht gehorcht. Er ist gegangen und hat all das gesagt und das war zum Nachteil des Werkes Jesu. Aber auch hier wird deutlich, dass Jesus ihn berührt, obwohl er dann hätte unrein werden müssen, aber er wurde nicht unrein, sondern der Aussätzige wurde rein, weil Jesus war innerlich rein. Er war verbunden mit der Quelle des Lebens und so konnte er ganz deutlich das Unreine anrühren, auch die Toten. Und er wurde nicht unrein, weil er kam und hatte die Kraft Gottes, die da lebendig macht. Nichts konnte Jesus von außen unrein machen. Weil wenn man innen rein ist, ist man außen auch rein. So, er befreite sie von der inneren Geistesnot. Jesus kam nicht nur zu der Befreiung von äußeren Dingen. Tatsächlich kam er, um das Innere zu verändern. Er sagt hier in der Geschichte, die wir dann im zweiten Kapitel haben, des Markus-Evangelium, diese Geschichte von diesem Gichtbrüchigen. Und dieser Gichtbrüchige ist da und als Jesus ihn sieht, sagt er: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Markus 2, Vers 5. So, er spricht von dem inneren Zustand. Er befreit ihn aus der inneren Gefangenschaft. Dann macht er sie aufmerksam auf die Gedanken in ihren Herzen. Die Menschen, die das so sahen, was er machte. Jesus kannte ihre Gedanken und
Er sprach zu ihnen in Vers 8, und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie also gedachten bei sich selbst und sprachen zu ihnen, was gedenkt ihr solches in eurem Herzen? Welches ist leichter zu dem Gichtbrüchigen zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf, nimm dein Bett und wandle? Was ist denn leichter? Gibt es einen Unterschied? Was machte den Menschen krank? Wir werden das gleich nochmal versuchen deutlich zu machen. Jesus benutzte Gegebenheiten des Alltags, um den Verstand anzusprechen. Er spricht hier in Markus Kapitel 2 so schön in Vers 17. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen zu rufen, die Sünder zur Buße und nicht die Gerechten. So ein Kranker braucht einen Arzt, ein Gesunder braucht ihn nicht. Ein Sünder braucht eine Erlösung, ein Gerechter braucht keine Erlösung. So er appelliert in den Verstand, er macht deutlich, man braucht nur, er ist nur gekommen für die, die verloren sind. Seine Gleichnisse forderten zum Nachdenken auf, damit sie verstanden werden. Jesus redete nie Dinge, die man so, ich sage es mal, leicht verstehen konnte. Er sprach von Dingen, die tief im Menschen waren, die den Menschen forderten, nachzudenken. Seine Wahrheit war immer sehr tief. Ich hatte die Möglichkeit, ein Interview zu geben bei einem Fernsehsender, und als ich erklärte dem, der mich befragte, wie der Mensch denken muss, damit er innerlich frei ist, dann sagte er, das ist zu tiefes Denken für den normalen Menschen. Nun, es gibt nicht ein zu tiefes Denken für den normalen Menschen. Jeder Mensch muss in die Tiefe gehen. Er muss nachdenken, wenn er das Alte aufgeben will und das Neue haben. Es geht nicht einfach durch Oberflächlichkeit. Es geht nicht durch eine äußere Tat. Wir können nur erlöst werden durch ein tiefes Denken, durch eine Anstrengung in unserem Geist, nachzudenken und nicht einfach irgendetwas zu übernehmen, eine äußere Form. Das hat Jesus nie gepredigt. Er forderte auf, du musst nachdenken. Wenn du nicht nachdenkst, wenn Dinge nicht in deinem Innersten bewogen werden können, dann hilft dir alles nichts. Er bezog sich auf das Innere im Menschen, nicht das Äußere. Das war seine gewaltige Lehre, weil all das, was man predigte damals und was man heute predigt, guckt sie euch an, sie sind ja massenhaft überall. Was wird denn verkündigt? Das Evangelium einer inneren Umwandlung oder das Evangelium, in Anführungsstrichen, einer äußeren Form? All diese Dinge waren nicht üblich unter den Lehrern seiner Zeit. Deshalb ist es kein Wunder, dass es zu Kontroversen führte. Nur wenn Jesus den Mund auftat, war das, was er sagte, anders, unterschiedlich. Obwohl er sprach wie jeder Mensch, man müsste sagen, in einer normalen Sprache. Er musste nicht auf einer Bühne herumtanzen. Er musste mit nichts angeben. Er konnte einfach reden. Und das, was er sagte, hatte Hand und Fuß, was die Menschen entsetzte. Der Inhalt seiner Lehre war und blieb und bleibt phänomenal, tief und, wenn man sie erkennt, wenn man sie versteht, lebensspendend. So beenden wir unser heutiges Thema mit, woher kommt die Krankheit? Woher war der Gichtbrüchige krank? Woher war der Aussätzige krank? Jesus schickt ihn zum Tempel, um sich den Priestern zu zeigen. Woher kommt die Krankheit? Die Ursache der Krankheit ist klar. Auf dass ihr aber wisset, dass des Menschensohn Macht hat, zu vergeben die Sünden auf Erden.
sprach er zu dem Gichtbrüchigen, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Das, was den Gichtbrüchigen krank machte, war die falsche Anbindung. Das, was den Menschen heute krank macht, ist seine Bindung an Menschen und nicht an Gott. Die Krankheit soll uns helfen, unsere Verbindung zu offenbaren. Aber das wollen die Christen natürlich nicht hören, weil sie sind ja schon im Himmel, so wie damals die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie denken, sie haben schon alles verstanden. Sie denken, die Krankheit kommt vom Sündenfall, nicht von ihrer eigenen Fehlbindung an Menschen anstelle an Gott. Und das ist keine Verurteilung, weil wir haben ja keine Wahl. Wir sind so geboren. Aber die Wahl kommt dadurch, dass wir das hier erkennen. Wir können die Buße tun, wenn wir nicht erkennen, was falsch ist in unserem Herzen. So ist die Krankheit eine Hilfe zur Buße. Ich könnte meine Patienten, besonders denen ich vorher erwähnt hatte, nie zu Gott bringen. Ich könnte ihm nie helfen, zu sehen, dass er eine falsche Anbindung hat, dass er denkt, er ist Gott. Deshalb braucht er keinen Gott. Und er wird doch nicht gesund werden oder er wird doch nicht in seinem Denken sich etwas ändern, solange er das nicht aufgibt. Deshalb müssen wir verstehen, wir haben ein inneres Problem. Die äußeren Dinge zeigen das nur, die äußeren Dinge offenbaren die Krankheit nur. Besser gesagt, nicht die Krankheit, sie offenbaren den inneren Zustand des Selbstbetrugs. So das Äußere ist nur eine Reflexion des Inneren. Deshalb hilft uns Gott, durch das Äußere zu verstehen, was falsch in uns ist. So mögen wir weise sein, mehr wie die Menschen, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesu Zeiten. Mögen wir anhand dessen der Wirkung erkennen, wo der Betrug unseres Herzens ist, sodass wir jeden Tag ein Stück dieser Bindung wegtun und ersetzen mit der Anbindung zu Gott. Damit werden wir jeden Tag ein wenig liebevoller, weil wir haben mehr Zugang zu der Quelle der Liebe, aus der wir leben. Gott möge uns helfen, diese Dinge in unserem Inneren zu verstehen und im Gedanken anzuwenden. Amen.